Ja, dann los. Okay. Das heißt, wir können weitermachen. Ich hatte aber schon am Ende der letzten Aufnahme festgestellt, dass ich nicht weit genug komme. So. Mit keiner meiner Fähigkeiten. Ich kann bis hinlaufen. Auch nicht dein Wurfding? Nein, es ist alles wirklich. Also mit dem auf den Boden schlagen komme ich etwas weiter als bis zu der Säule auf der linken Seite. Ja, das bringt nur nichts, ne? Ja. Das Wurfding endet, na, sagen wir mal, einen Schritt vor der Inkarnation von Biermod. Hm. Wie viel kostet denn der Wurfding? Zwei. Dann geht doch zwei ab. Ich kann ein bisschen rangehen und dann werfen, ja. Aber wirklich viel. Ich muss der nächste Runde wieder laufen. Kannst auch jetzt ganz ranlaufen, ja. Lauf, kleiner Zwerg, patsch durch die Pfütze. Genau. Lauf ich mich bloß dahin. Stehe denen definitiv im Weg. Da kann ich vielleicht so noch ein bisschen mich hier weiterhin bewegen. Sie müssen definitiv an mir vorbei. Okay, so wenn kann sie es euch wollen. Wahrscheinlich auch nicht heilen bei Bedarf. Aber. Ach, er hält das schon aus. Ja eben. Und die kriegst du ja noch versteinern. Boah. Das war voll der, weil er keine magische Rüstung mehr hatte. Kritischer hinterhältiger Angriff. Ja, wenn die von hinten angreifen, sind sie schon. Boah. Machen die ja, aber erstmal muss er bei mir durch die physische Rüstung kommen. Jetzt hat der da unten nämlich auch ein Problem. Jetzt sehen wir ihn und können ihn angreifen. Ach, die Wasserinkarnation hat sogar Regeneration. Ah, da steht deine Inkarnation. Ah, da hat sie Regeneration, kann ich ein Eisen so. Deine Inkarnation steht da ein bisschen blöd. Ein Eisen wäre dann wahrscheinlich die Kälte-Inkarnation. Ziel ist außer Reichweite. Dann nehmen wir doch erstmal den. Oder den. Ja, im Zweifelsfall hast du so einen blöden Sichtschutz davor. Klingenmeister Wächter, der alles mit der fetten Rüstung hat keine magische Rüstung. Ja, den werde ich mal ein bisschen bearbeiten. Dann haut der Schiene auch nicht zu. Immun gegen unterkühlt, okay. Ja, er ist versteinert. Na gut, das ist mir, kann er auch gerne machen, ist mir egal. Ich hätte eigentlich den anderen gemeint, aber es macht nichts. Welchen anderen? Den mit der dicken Rüstung. Nee, der komme ich nicht ran. Ach so. Den sehe ich nicht. Ja, wie gesagt, da ist vielleicht das dieser... Das ist der einzige, den ich nicht sehe. Die Rüstung alles, im Weg. Die Inkarnation sehe ich, glaube ich, gerade so auch nicht, aber alles dahinter schon. Also ich hätte entweder den links neben der Inkarnation angreifen können oder den bei China. Ja, wie gesagt, da ist die Brüstung vermutlich im Weg. Ja, ich kann ihn auch nicht sehen. Aber du siehst bei mir ganz lustig aus, Jolum. Wieso? Bei mir in der Anzeige ist dein Kleidchen, der vordere Teil, nach oben geklappt. Ja, bei mir auch. Das ist aber okay. Sehr, sehr unanständig. Ja, willst du uns damit irgendwas sagen? Ich bin bereit. Ich dachte, du bist bloß aufgeregt und erfreut, uns zu sehen. Ja, das auch. Und bereit. Also hallo, du bist ja als einziger Kerl hier mit drei Frauen unterwegs ist, ne? Ja. Dann weiß ich aber, warum das noch nach einer langen einsamen Schifffahrt. So einsam war ich doch gerade nicht. Wir hatten ein paar Leute im Ruderboot. Ah, stimmt. Aber man war gefesselt, also da ging nicht viel. Obwohl, vielleicht die Aufseherin, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht Bondage. Ja. Platsch, platsch. Ich hab bloß keine Ahnung, wo er ist. Ja. Yeah. Aber ich kann die beiden zu Boden schicken. Du hast das Wasser weggehauen. Ja, und zwei Kerle umgebracht. Das war's schon? Nee, doch nicht. Nee, der Typ lebt noch irgendwo. Ja, der wenn er wieder auftaucht, geht der Kampf weiter. Na toll. Aber ich bin dran. Ich bin dran. Das heißt, ja, also Kampf geht weiter, so ist nicht, aber wir wissen nicht, wo er ist. Ja, dann gehe ich hier mal ein bisschen dichter an die Brüstung ran. So. Ja, und warten wir ab. Ja. Der wird sich schnell wieder zeigen. Freu mich meines Lebens. Zeig dich! Da ist er! Hühnchen. Hühner kann. Echt jetzt? Er beherrscht Polymorph. Sehr cool. Ja. Ein eisiges Huhn. Haben wir jetzt einen Eisvogel? Ja. Und das kannst du mit den meisten Bossgegnern auch machen. Die sind nicht dagegen immun. Was? Sehr das cool. Finde ich jetzt sehr schockierend. Ja, ich glaube auch. Naja, ich habe gut magische Rüstung, weil die keinen magischen Schaden machen.
Was für eine blitzschnelle Wendung. Oh, hi, lange nicht gesehen. Du hast gleich drauf, genau. Sehr schön. Wenn ich dran bin. Okay, der ja. Eisvogel, der... Oh, eine auf. Potenzielle neue Rüstung. Mal gucken. Ach, du hast schon alle drei gelootet, alles klar. Ja, ja da, also wenn schnell dabei ist, da was... Biermod, glaube ich, eine Rüstung zum Analysieren. Finesse, das wäre dann wahrscheinlich am ehesten für... Solche. Solche. Hm? Hast du eine Rüstung bekommen? Oh ja. Julva hat zwei neue Heiltränke. Yay. Sind aber momentan noch die leichten. Ich denke nicht, dass wir die großen, die mittleren ich brauche, weil die wirklich halt der kleine war letztes 140 Mal, heilen. Der kleine war letztes Mal völlig ausreichend. Ich habe noch eine, ich habe jetzt eine Magister-Lederrüstung übrig. 10-7. Stufe 4 erfordert Finesse 11. Moment. Oh, nein, das wollte kann ich nicht anlegen. Finesse 11. Da fängt es schon an mit 11 Punkten. Ich kann es nicht anlegen. Ja, nochmal die Werte. Finesse 11. Nee, die. Achso, 10-7. Ja, das nehme ich doch gerne. Das ist ein Punkt besser jeweils als das, was ich jetzt habe. Wieso wird mir da... Hä? Ach nee, ich habe mich verguckt, verdammt. Man sollte nicht bei Stärke gucken, wenn man Finesse meint. Wieso habe ich Finesse nur so wenig? Nee, ja, weil du nicht brauchst und dementsprechend nicht steigerst. Stimmt. Die Stäbe brauchen ja Intelligenz. Nee, dann kannst du es wieder haben. B-Mod braucht es auch nicht. Was denn? 10-7. Finesse 11. Ich habe keine Finesse 11. Ah, okay. Schiff wird. Warum ist der... Warum bist du getarnt? Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich bin das noch aus anderen Spielen gewohnt, mit C zu rücken, um ins in ein Charaktermenü zu kommen. Aber die Tarnung ist völliger Mumpitz, weil er seinen Stab da raushält. Was für ein Noob. Auf jeden Fall. So, das haben wir auch geschafft. Ja. Müssen wir nochmal zur Leiche zurück dann irgendwann? Ich glaube, wir können da nochmal hin. Eventuell droppt der was, wenn er stirbt dadurch. Ja, bestimmt. Bin mir aber nicht sicher. Können wir erstmal hier weitermachen, oder? Dann irgendwann. Ja, können wir hier weitermachen. Nur nicht vergessen, dann. So, da geht's zum Gefängnis runter. Dann gehen wir am besten erstmal weiter. Ja. Hier gibt's zum Beispiel noch Särge zum Ausräumen, falls was drin ist. Nee, da waren keine Untoten drin. Die nächste Fluchtmöglichkeit. Na komm, geht. What the flying hell? Karen, you said this one was clear. That's what the log said, sir. And that one's all for us to bear. Well, the log was wrong, you idiot. I hope for your sake no one will miss him. This is strictly a divine order matter. Very, very strictly. So, so. Very strictly, genau. Ja, ich stehe wieder gut. Bin extra nach vorne gelaufen. Du wusstest schon, was jetzt hier blüht. Ja, da stehen zwei Nahkämpfer von den Magistern. Also gehe ich nach vorne, wenn ich nicht ins Gespräch verwickelt werde. Ja, natürlich. Aber wieso haben die mich aber ziemlich weit hinten stehend angesprochen? Müssen mich ja angeschrien haben. Ja, wahrscheinlich. Hey, du! Ach, hier ist die Akustik einfach gut. So. Dann sollten sich ja Konzerte stattfinden. Die Opernhäusern sind halt auch Kerker. Ich stehe mit einem Fuß im Öl. Dann heb ihn hoch. Jetzt stehe ich mit beiden Füßen im Öl. Ja, dann musst du. Dann ist es zu spät jetzt. Okay, er ist sauer. Warum?
Wehr. Okay. Schiene blocken. Ja, ich bin einen halben Schritt nach vorne gegangen, um die anderen anzugreifen. Ja, genau. Er hat noch zwei Hitpoints. Los, Julve. Jawohl, ich mache jetzt hier wieder meinen coolen Moment. Die Eisdolcher? Mhm. Achso, der ist ja nur. Der ist ja komm, fix mit den Eisdolchen, dann geht der Rock nach oben. Oh Mann. Tja, so schnell bin ich zufriedenzustellen. Will ich gar nicht wissen, aus was die Eisdolche gemacht sind. Mhm. Oh, jeder darf mal draufhauen. Ja. Ey, komm zurück, wir wollen draufhauen. Ja, okay. Ist klar. Und Heilung. Jonum hat eine grüne Unterhose an. Immer erinnert er eine an. Achso, ich nicht. Julve. Ja. Dass wir das erstmal nochmal richtig stellen. Das sind so fließende Grenzen hier. Ja, auf jeden Fall haben wir Spaß, Ossel. So geht das. Wenn du jetzt aufschießt und weitergehst. Los, solche schießen jetzt einfach um. Wie viel hat er noch? 17, ja. Dann ist es meiner. Yay, immerhin einmal dran gewesen. Das ist schon nicht schlecht. Yay, ich kann was looten. Wow, krass, ein Schild. Ja, wir unterhalten uns ja alle, du lootest. Ach so, ihr unterhaltet euch. Mit Han. Mhm. Das ist also die Geschichte vom Young Han Solo, okay. Ja, genau. Dann hat er aber ganz schön lang gelebt. I've a boat here with plenty of room. Let's go. Nee, wir hauen noch nicht mit dem Boot ab, oder? Ja. Machen noch nicht. Ein alter Teddybär, den er bei ein zarter Ring plus ein Jägersmann, den man kaufen könnte von ihm. Für 500 noch was. There's a place not far from here that's safe enough for our kind. It's out in the swamps. Ain't a home, but you can breathe for a minute and figure out what to do next. Let's go already. Came in to help someone escape and got nabbed before I could sneak back out. Boah, der Akzent von dem. Ich muss sagen, ich finde diese Kinderstimmen häufig auch echt schlimm. Ja. Vor allem, wenn sie nicht von Kindern gesprochen werden. Hm. Kennen wir so einen Kerl? I was too late though. The Magisters got him. They left precious little of him behind. You're telling me. Jump in the boat and I'll take the oars. Ja, wir müssen ja nicht ins Boot springen. Das stimmt. Mhm. Aber wir können looten. Ja, wo gehst du? Achso. Muss ja mal raus. Ich hab dir übrigens Jollum einen Stab gegeben, ne? Oh, ein Stab. 12 bis 14 Giftschaden. Das ist schon mal nett. Das ist mein neuer Ersatzstab. Und China hat ein Ding bekommen. Ein Schild. Und einen Zauberstab haben wir noch nicht wieder bekommen, ne? Das Schild gebe ich mal an Biermod weiter. Achso, Biermod, du benutzt auch Stäbe? Hast du den... Ja, Einhand, also China. Zauberstäbe. Also, China, hast du Schlachtfeldstampfer schon? Ja, das ist das auf den Boden hauen. Dann kann ich das Buch verkaufen. Das hast du nämlich übersehen. Was? Der Luther King hat was übersehen, was? Ja. Da freue ich mich, wo ich das übersehen haben soll. Nicht hier, warte, ich gehe kurz hin. Siehst du den kleinen Zwischenraum zwischen den zwei unteren Kisten? Da ist das der Ding. Ah ja, gut, ich habe ausnahmsweise mal nicht Alt gedrückt an der Stelle. Nee, ich glaube, selbst dann hättest du es nicht. Doch, weil ja Ding aufploppt. Name und. Normal ist angezeigt, genau. Speichern mal, bevor wir hier dann weitergehen. Ich ahne Böses. Mhm. Hallo, ich will das da reinlegen.
Ne, warte. unser Nahkämpfer ist noch zu weit weg. Den brauchen wir nicht. Nahkampf. Schade, ich habe mich zu gut, ich das Ölfass kombinieren kann. Schon wieder so weit überladen. Was habe ich denn da? Auch oh, die Bilder. Gut. Ja, Bilder wiegen einiges. wir gehen erst hier zu den Hunden rein, oder? Ja. Das ist sehr gut. Aha. Lasst mich da mal vorgehen. Ja, warte. Lass uns aufstellen, damit wir reinschießen können. Der Tierflüsterer geht vor, so. Oder? Ich? Cool, ein Gefäß mit Hirnbaden. Lecker. Und eine blutige Kettenhaube. Nee, Kettenhandschuhe. Erfordert Finesse 11. Na dann. Danke. Ich bin der Einzige, der das tragen kann, oder wie? Ja. Was habe ich denn da? 6-1. 5-3, ja, das ist auch nicht schlecht. Wer will denn Schuppenhandschuhe mit 6-1? Erfordert Stärke 10? Nö. Nö. Wer war nochmal unser Hundeflüsterer? Ich. Soll ich mit dem Quellen und mit Argos? Hm? Keine Ahnung. Ja, gut. Oh, mich hat einer angeknurrt. Was? Nein. Okay, wir konnten es nicht friedlich lösen. Nein. Das hätte man mit Tierflüsterer friedlich lösen können. Ich habe den falschen Hund angesprochen. Oder mit dem roten Gummiball, den ich ihm gegeben habe. Ich habe den falschen Hund angesprochen. Argus war ein ganz braver Hund. Egal. kann ich den da erreichen? Ja, den, ja, dann... Ja, ich glaube, wir hättest Emmy ansprechen müssen. Ich hatte ja gefragt. Ja. Aber ist ja egal. Die... Emmy ist die Freundin von dem Hund, den wir am Strand gefunden haben. Hm. Ja, richtig. Also hier gibt es, glaube ich, mindestens drei Lösungen. Kampf, den Ball und halt mit Emmy reden. Wer ist denn Emmy? Bruno? Ist die Dings, die brennt. Ah. Mich hat Bruno angeredet. Na toll. Ah ja, der ganz oben. Das ist, glaube ich, der Boss. Der hat, glaube ich, auch eine Fernkampfwaffe auf dem Rücken. Ja, Argos unten auch noch. Der dritte unten, der nicht brennt. Fernkämpfende Hunde. Mit Argos habe ich gesprochen, aber... Ja. Bruno hat mich angeredet. Böser Poker. Zeug, wieso stehst du im Gift? Weil Argos mich mit Gift angeschossen hat. Ach so. Hey, das. Aber Argos, guter Argos, gut ausgebildet. Okay, das ist sehr seltsam, da zu zielen. Treff nicht beide. Doch, da. Bäm. Einmal Grillhund für alle. Grillhund. Dann ist Bruno der nächste auf meiner Abschlussliste, weil den Argos unten treffe ich nicht. Hey. Ich darf auch mal. Hey. Wieso habe ich den nicht getroffen? Du hast beide getroffen, aber das die haben beide noch physische Rüstung. Igitt. Ja. So das Gefühl, dass bei List keinen Schaden gemacht hatte. So ist er hier. Und noch kein Grillhund. Ja, wir sind bloß Level 3 und wir sind schon Level 5. Die armen Hunde. Die hätten ja nicht angreifen müssen. Oh, da hinter der Tür ist ja eine Tiertruhe. Du schaust schon nach Loot, ne? Hinter der Tür ist einiges. Wenn ich so gerade jetzt mal nicht dran bin, dann kann ich nach Loot gucken. Ah, viel Blut. Guter Part, da waren solche.
Was? Du lernst gut vom Lootmeister. Ach so, dass sie vorschauen kann, was alles gibt. Nicht identifiziertes Fleisch, blutiges Bein, abgetrennter Kopf. Klingt gut, klingt gut. Oh, hallo Bruno! Warum rennst du weg? Damit er mich besser treffen kann. Ja, genau. Ich dachte, damit er dich besser fressen kann. Nee, dann würde er nicht wegrennen. Jetzt triffst du beide, oder? Mit deinem Hagel? Ja, gerade so, weil die ja auch Hagel unter einfach. Dem... Unter der Brüstung stehen. Gut stehen. Dagegen, oder? Sie haben genau darunter gestanden, ja. Also auf der Anzeige stand aber, dass es klappen kann. Naja. Und tot. Und die Katze kommt dann auch mal. Die hat sich vornehm zurückgehalten. Ist ja, doch in Ordnung. Gut so. Blutiges Bein, ja. Ja, ich hab doch viel. Ganz viel Fleisch. Fleisch? Ja, dein Inventar. So ein glänzender roter Ball. Was soll ich denn mit dem? Den hatte ich dir gegeben in Hoffnung, dass du damit das Ganze friedlich lösen kannst. Tja. Dann ja, kann er wohl genau. Dann kann er wohl verkauft werden. Nicht identifizierbares Fleisch. Kann ich das irgendwie identifizieren oder muss ich das einfach essen? Guten Hunger. Kriegst du hier die Tür auf? Ja. Schon wieder Bilder. Jetzt sollte, glaube ich, der Flüsterer, oder? Mit dem Hund da, mit Ragnar? Ja, das ist definitiv Jolums Sache. Der hatte auf jeden Fall Spaß. Darf man hier auch rein und rum gucken, oder? Ja. Braucht wer noch eine Hose mit 4 physisch? Und plus 0,1 Bewegung? Warte. Nö. Eine Hose mit 4 physisch? Ich hab 1,5, dann lohnt sich das, glaube ich, nicht. Ich hab's 6,4. Ich geb's euch hier. Kann er verkaufen. Oh, ein Zwergenschmied. Ich hab eine dreckige Unterhose gefunden. Die kannst behalten. You are nothing. You are no one. So, jetzt erstmal gucken. Höschen. Heißt es hier bloß Armbrust? Jürgen befuttert da erstmal vor sich hin. Oh, lecker, noch mehr Fleisch. Ich mach mir jetzt langsam ein bisschen Sorgen um unser Arm, Jülfe. Was denn? Was denn? Das ist genau. Interessant. Red mal mit Ragnar da, mit dem Hund im Käfig. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ne. Ach. Fast. Daneben. Curled in the corner of the cage, seemingly trying to make itself as small as possible. Please, don't hurt me. Kunstvolle Käfigschlüssel. Ossel, ich glaube, er liest den Chat immer noch. Es gibt gleich einen auf die Nase. Herr Ossel. They feed me horrible things. Meat from people. I don't want to eat it, but they do something to it that makes it irresistible. Unwiderstehliches Menschenfleisch, ne? A low growl. The dog starts to salivate and lick his chops. His eyes go hard and cold. Suddenly, he seems to remember himself and whines. They did something to me. They made me want to hurt people. People who smell like you. I don't want to hurt anyone. Ach komm, wir lassen ihn mal raus. Soll er mal ein bisschen Amok laufen. Würde gehen, ich glaube, ich habe den Käfigschlüssel vorhin aufgenommen. Ja, der wurde automatisch rumgereicht. Armes Vieh. Na dann, frei ihn. Verschlossen. Muss der nicht den Schlüssel halt machen. Wer hat den Schlüssel?
gar keinen. Ja. Ich habe alle Schlüssel. Nein, den hatte ich. Ich habe im Schloss knacken gemacht. Dabei war er schon offen. Das Ding ist aufgegangen, bevor dein Schlossknacken fertig war. Bei dir stand abgeschlossen. Ja. Bei mir hat es aufgemacht. Weil ich gleichzeitig Schlossknacken gemacht habe. Ah, wenn ihr meint. Ripping the flesh apart, swallowing it down. I'm scared. I'm not myself anymore. I have these cravings. I can't be trusted. Auf jeden Fall ein sehr reflektierter Hund. A low growl. The dog starts to salivate and lick his chops. His eyes go hard and cold. Suddenly, ach ja, hier. He seems to remember himself. Fertigkeitenbuch. Bist du jetzt nicht dem, was bist du Nekromant geworden, Jolan? Nein. I can't go back into the world like this. Kannst du ihm trotzdem das Ding geben. Please, just put me down. Ja, wenn er da Nekromant macht, dann kann ich ihm die Bücher auch alle geben dann. So. Tja, was willst du, Behemoth? Ah, der arme Hund. Ja, genau. Achso. Der arme Goethe verdient wenig Frieden. No, no, no. Du musst überreden. So viele Möglichkeiten. Was hast du? Intelligenz, ne? Ist eigentlich ganz gut bei dir. Okay. Jawohl. Überreden erfolgreich. Ich habe das noch nie geschafft. Ha. 1400 EP. No one will want me now. Schick. Sehr schön. So, tötet er jetzt Magister? Nö, das finden wir vielleicht in der nächsten Folge raus. Stimmt. Bis denn dann.